So, nachdem ich Cooks vorgestellt habe, den kleinen, etwas dicklichen, obwohl ich finde ihn gar nicht mehr so dick, ist nun der Rüde Ino an der Reihe. Schönes Knickohr, hat ein hängendes Ohr, schwarzer Hund, etwas weiß, ein grauer Schnauze. Oh, ja, sieht schon mal etwas älter aus. Also ein super Bild hier, ja. Ja, für Leckerchen tun sie alles. Und der kleine Knubbel guckt da. So, der Rüde Ino. Rasse Mischling. Größe Mittel. Ja, kniehoch, denke ich mal. So um die 12, 13, 14 Kilo. Geburtsdatum. Ja, im Jahr 2014. Ich denke, er ist etwas älter. Kann man sich auch täuschen. Kastration, ja. Die Beschreibung. Ino wurde am 8.7.2023 von seinem Besitzer im Tierheim abgegeben, weil er mit dem Kleinkind in der Familie nicht klarkam. Naja, Hund abgeben, naja, okay, bin ich nicht der Freund von, wirklich nicht. Irgendwie geht es immer. Ino ist ein gehorsamer, ruhiger Hund, eher etwas unabhängig. Ja, okay. Er versteht sich ziemlich gut mit anderen Hunden aus dem Zwinger, obwohl er derjenige ist, der die Karten ausgibt, also Chef im Ring. Der alte Herr ist der Chef. An der Leine geht er noch richtig lebhaft. Aber gleichzeitig zieht er nicht. Ja, sehr gut. Er weiß, was er machen muss, um sich einzuschleimen. Ino kennt die Grundbefehle. Sehr gut. Ist stubenrein. Sehr gut. Und benimmt sich gehorsam zu Hause. Ja, das wird die Leute freuen. Er liebt Leckereien, wird dann aber richtig gierig. Wie die meisten aus dem Tierheim. Das legt sie aber nachher auf. Wenn die wissen, ich habe immer mein Futter, ich bin hier der Chef, Herrchen und Frauchen sind für mich da, wird das alles sich legen. Daher sollte man dabei vorsichtig sein und auf seine Finger aufpassen. Das ist immer so. Für ihn wäre ein ruhiges Zuhause ohne Kinder ideal, wo man ihm Zeit lässt, anzukommen. Genau. Beim alten Herrn, bei einer alten Dame, beim älteren Pärchen, die noch fit sind, noch jemand suchen, der sie begleitet. Morgens, abends, mittags, ums Sofa sitzt, Leckerchen kassiert. Genau. Die geben sich alles gegenseitig was. Der Mensch sucht jemand, der mitgeht, für ihn da ist. Und der Hund sucht im Endeffekt das Gleiche. Also, wer einen älteren, noch fitten, lieben, gehorsamen, stubenreinen Herrn sucht, mittel groß, ich denke mal 13, 14 Kilo oder so, ein bisschen mehr, aber Knie hoch, der kann sich für Ino ja melden. Die Kontaktdaten unten in der Videobeschreibung. Ja, genau. Er würde sich freuen, bestimmt. So, Inu, ich wünsche dir viel Glück. Bis dann, tschüss.